Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kettle and Crops, wo ich versuche, das Kettle hier irgendwie aus dem Hänger zu kriegen, was aber noch nicht so richtig funktioniert. Beladen, stopp. Ich weiß nicht genau, warum das hier oben noch angezeigt wird. Motor an. Jetzt muss man wieder ein bisschen Menü hier haben. Ja, ich hätte gedacht, dass wir die hier abladen können, aber irgendwie will er das nicht so wirklich. Beladen. Entladen. Start. So, jetzt geht er wieder runter. Ja, jetzt geht er auf. Und jetzt verschwinden die Tiere auch auf die Wiese. Sehr schön. So soll es sein. Geht auch. Gut, gut, gut. So, jetzt haben wir Fahre zur westlichen Eingang des Stalls. Wenn ich mal wüsste, wo Westen und Osten ist. Sieht aus, als wäre das die Ostseite. Und hier auf der anderen Seite die Westseite. Jetzt können wir wahrscheinlich noch einmal ein paar schlachtreife Bullen aufnehmen, oder was? Ja, genau. Können wir da jetzt einfach reinfahren? So. Transfere 6 Bullen mit mindestens 400 Kilo Kampfgewicht. Okay. Also, können wir jetzt... Ups, warte. Falscher Knopf. Fortsetzen. F2. Wir suchen uns jetzt mal... Was mit der Fütterung? Da kommt... Ach, ist noch nicht freigeschaltet, scheinbar. Also, wir sortieren wieder nach Gewicht. Hä? Doch hier, ja. Wieso ist das so viel Unterschied? Klaus? Was mit Klaus? Guck mal, der bringt 6,68 bei fast gleichem Gewicht. Ach so, wegen Gesundheit wahrscheinlich. Oder wegen Alter, ne? Verladen. 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 1, 2, 3, 4, 5. Und Eberhard kommt auch noch mit. Verladen. So. Starte beladen. Beladen. Start. Mal rein damit. Das sind die da hinten, die zusammengestellten. Ich hätte auch rückwärts ranfahren können, ne? Vielleicht hätte ich sogar müssen. Ich warte einfach mal, was passiert. Ja, okay. So passiert nichts. Ich fahre jetzt mal rückwärts ran. Es ist ja immer noch ein kleines Knacken in diesem Motorgeräuschen von dem Traktor. Das ist ein bisschen komisch. Die Bullen sind in der Stadt. Also richtig lohnt tut sich das ja nicht, ne? Muss man schon irgendwie größere Transporter haben, damit sich das lohnt. So, Start, beladen. Ich hatte doch schon welche ausgesucht, die jetzt verladen werden sollen. Trotzdem passiert nichts. Können wir sagen, warum? Bestand. Ach so. Warentransfer. Verkaufen. Müsstest du sie wirklich verkaufen? Verkaufen. Ist es jetzt direkt weg? Oder habe ich jetzt eins ausgewählt? Nö. Hä? Wie soll denn das funktionieren? So bin ich dann zu blöd, die Tiere reinzukriegen. Das kann doch gar nicht angehen hier. So, mein Bestand. Burkhardt. Arbeit 5.
Jetzt habe ich doch das Tier aber direkt verkauft. Oder? Ja, ich habe mehr Geld gekriegt. 158, oder? 158,488. 158,488. Ja, okay. Also, irgendwie so funktioniert es tatsächlich leider noch nicht. Ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung. Er will mir die Tiere nicht geben, wo ich die doch eigentlich ausgewählt hatte. Hier haben wir unseren Bestand. Ich wähle jetzt einfach nochmal aus. Aber Tiere, die ein bisschen was wiegen, also nach Gewicht sortieren, das wäre schön, wenn er sich das mal merken würde. Achso, die kann ich hier anklicken, ja. Also Klaus Dieter hier. Bahntransfer out. Animal Trailer, Animal Trailer. Bahntransfer verladen. Bahn left, right, Bahntransfer. Bahn Pasture. Was heißt das denn? Bin ich denn jetzt am falschen Gatter oder was? Wo ist Klaus? Das, kann das damit zusammenhängen? Nee, oder? Kann ich denn hier selbst irgendwas noch Hand anlegen bei den Tieren? Nö. Außer Licht anmachen habe ich hier, kriege ich eben nichts hin. Ja, da seht ihr, ne Leute, das Spiel ist nicht so einfach. Ich denke, alle werden auch das Problem gehabt haben. Irgendwann mal. Beladen. Beladen. Start. Jetzt klappt er wieder nur runter, klappt dann wieder hoch. Also das ist es tatsächlich noch nicht. Aber der wird doch mir hier rot angezeigt, dieser Bereich. Deswegen verstehe ich nach wie vor nicht, warum es nicht funktioniert. Er klappt auch immer nur einmal ganz kurz und dann klappt er gleich wieder zu. Und wenn ich jetzt hier drin stehe, passiert genau das gleiche, oder? Ich weiß es nicht genau, ob jetzt irgendwas anderes passiert oder nicht. Ich glaube nicht. Jetzt bin ich aber richtig im Stall drin. Jetzt bleibt er auch auf. Jetzt kommen wir immer noch keine Tiere da rein, ne? Aber jetzt ist er auf. Wenn ich jetzt nochmal ins Tiermenü gehe und warte mal. Preis, Bestand. Hier. Dennis, Denise, was auch immer. Verladen. Jan-Peter, verladen. Oh, der ist zu jung, hier zu leicht eigentlich. Werden die jetzt verladen? Der verlegt nix. Ach Leute, was ist denn das für ein Mist? Jetzt endlich. Ja, vielen, vielen Dank. Gut, das sind halt so kleine Punkte, die man da erreichen muss, damit es funktioniert. Okay, also die Ladung bringen wir dann wieder zum Händler. Das kann ich jetzt aktuell mal testen. Bei Lenkrad passiert nichts. Ja, also bei mir ist definitiv immer noch ein Knacken drin. Ich hatte aber das, also das Update, glaube ich, ist durchgelaufen. Vielleicht wird das auch mit der Zeit immer schlimmer. Hier in der Innensicht hört sich es nicht so schlimm an, Außenansicht hört sich schlimmer an. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg abfahren. Oder wir sagen halt mit Taste N, dass er alleine fährt. Jetzt ist mal das Licht aus. Ich habe irgendwie zwei Lichter, unterschiedliche Lichter. So, was, die Tiere sind noch da? Ja, ich denke, passt schon.
Es ist halt, wie ich auch schon mal sagte, nach 10 Jahren Landwirtschaftssimulator der erste wirklich andere Landwirtschaftssimulator, den ich spiele. Von daher ist man natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man ist an LS gewöhnt und tut sich hier natürlich am Anfang echt schwer. Wenn man das aber erstmal alles irgendwann weiß, ein paar Mal gemacht hat, dann ist es genauso verinnerlicht wie im LS. Da kann man davon ausgehen. Dauert halt nur ein bisschen länger. Und auch noch, kommt auch an, umso älter man wird, umso eher muss man es vielleicht zwei oder eher viermal gemacht haben, bevor man das Ganze dann sich verinnerlicht hat und für die Zukunft weiß. Also wir verkaufen jetzt nochmal eine Ladung Vieh, wenn wir eh gerade da sind, aber der Viehtrailer gehört uns ja wahrscheinlich wieder nicht. Den müssen wir wieder abgeben, bestimmt. Wie viel Vieh sollen wir denn hier transportieren? Das Praktische ist natürlich nur, dass wir das automatisiert machen können. Wir könnten jetzt eigentlich sagen, wir schicken den mit dem Routenfinder los und würden uns zum Beispiel dann den MB-Truck nehmen und im Stall schon wieder Futter ausbringen oder so. Würde er gehen. Oder immer noch mit diesem kleinen komischen Licht. Oh, ich bin auch vorbeigefahren, wa? Aber hier rum geht's ja auch. Schnallt er noch nicht. So, Unload. Und drüben ist Load und hier ist Unload. Aber hier ist natürlich noch, also Deko-mäßig ist ja auf jeden Fall noch Luft nach oben. So, verkaufen. Verkaufen, Start. Dann gibt es jetzt richtig Geld für die 6 Rinder hier. 160.000 haben wir aktuell. Oh ja, die bringen richtig Asche. Und 13.000 haben wir dafür gekriegt. Das ist ja nicht schlecht. Sollen wir gleich ein paar neue mitnehmen oder fahren wir zur Park-Position? Achso. Ja, jetzt sollen wir das hier wieder abgeben, ne? Ja, toll. Okay, behalt doch den BT-Max. Fahre ins Dorf. Na gut, wenn er es sagt, fahren wir ins Dorf. Joa. Knapp. Irgendwann musste das ja so kommen. Aber ich glaube, ein Schadenmodell gibt es hier noch nicht. Das ist nicht wie ein ETS, wo wir ohne Ende Kosten haben, wo wir die ganze Zeit unser Fahrzeug reparieren müssen. Ich sag aber, der Traktor hört sich immer noch an, als wenn er kaputt ist. Da müssen die mal ein bisschen am gleichmäßigen Sound arbeiten. Das kann eigentlich nicht so wild sein, dann eine Tonspur zu nehmen, die man einigermaßen gleichmäßigen Sound hat und diesen Klackergeräusch jedes Mal, wenn es wieder von vorne anfängt. Das ist ungünstig. Kann auch sein, dass mein Update irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Ich will es nicht. Schon langsam unterwegs hier. Was war das für ein Schild? Ich habe gleich drauf geachtet. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Führt mich hier irgendwo in die Hinterstadt, in irgendwelchen komischen Katakomben. So, rechts ist frei, links auch. Alter Bremer Weg. Hier vorne blinkt, was hier denn schön ist. Hier ist irgendwie so ein Stammtisch oder was. What a Wurst. What a Wurst. Steig aus dem Traktor aus. Und esse Wurst oder was? Geh zu Helga. Steig in den Arion. Hey, ich habe gerade einen Anruf vom Viertel erhalten. Er hat gerade Premium-Ware erhalten. Ab morgen können wir wieder die weltbesten Bratwurst anbieten. Er hat erwähnt, dass du damit zu tun hast. Also, vielen Dank. Das gibt einen Speis aufs Haus. Leider haben wir heute nur noch Fettreste von gestern. Ach ja, und Masterbrain Bytes Team, soll ich dir davon ausrichten, dass sie sich sehr freuen, dass du die erste Mission in Early Access abgeschlossen hast. Sie wünschen dir außerdem viel Spaß im freien Spiel, was auch immer sie damit meinen. Sie haben irgendwie auch irgendwie von da kommen noch einiges und das ist erst der Anfang geredet. Aber das verstehe ich schon davon. Ja, wussten wir. Ist jetzt eigentlich nichts Neues für uns.
Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Hilfe bei der Fütterung wäre unsere nächste Mission. Da können wir das vielleicht in Zukunft mit Fachpersonal automatisiert machen. Erstmal müssen wir zurück zum Hof. Nee. Hof. Achso, warte. Erst den Punkt rausnehmen. Das ist unser Hof hier, oder? Da soll er mal hinfahren. Oh, kriegt er die Kurve? Sehr schön. Aber wir hatten auch noch Hektimissionen, oder ist die jetzt erledigt? Auf jeden Fall gab es Bratwurst bei Helga. Oh ne, wieso macht er das nicht, wenn wir aussteigen? Er soll doch da alleine hinfahren. Das ist doch das Ding von diesen Helfern, oder nicht? Ich drücke N. Und er fährt ja auch alleine los. Aber sobald ich irgendwie aussteige, fährt er nicht mehr. Ist das dann richtig? Jetzt auch nicht mehr? Oh, Mietskatze. Oh, jetzt eben auch nicht mehr. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Ich dachte, das wäre irgendwie so dieser Sinn der Helfer. Ja, und die Biogasanlage. Sollen wir mal ordentlich mit Mais füttern. Aber das machen wir dann morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt und natürlich dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann, vielen Dank und tschüss.